Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Wir haben uns jetzt durch den Sumpf in der letzten Folge dieses radioaktive Zeugs mit den Zombies drin, uns wieder der Revolution angeschlossen und auf einer Straße einen Generator kaputt gemacht. Jetzt fliehen wir hier wieder durch die Tunnel der Kanalisation und schauen mal. Wahrscheinlich haben die Combine-Soldaten Alex wieder geschnappt. Man hat Schnitter gehört, aber jetzt hört man sie scheinbar nicht mehr. Dann halt so, Tür bitte auf. So. Ich lasse mal die Griffeltigern an, weil die Schnitter hier kann man ja auch einfach nehmen und irgendwie anschleudern. Das macht sie kaputt. So, was haben wir hier? Ein paar Kisten. Ah ja, okay. Ich gehe davon aus, dass ich hier hoch muss. Auf die Rohre oben rauf, genau zu sein. So, das ist mittlerweile kein Hindernis mehr. Na komm. Dings und auf die Rohre. Leute, das ist mittlerweile keine Kunst mehr. Ich glaube, die wissen nicht genau, dass hier tatsächlich Gordon Freeman der Gegner ist. So. Mehr von denen, die bohren sich hier durch das Holz. Können sie gerne tun. Irgendwann kommen sie hier an und dann macht sie Bekanntschaft mit der Wand. So. Schauen, wo die herkamen. Einmal da drunter ducken. Ich mache jedes Mal, wenn ich G drücken will, mit F die Taschenlampe mit an. Das ist ein Bonus, okay. Ducken, einmal hoch. In Beat-Silber funktioniert das besser. Ach, das ist das Stöhnen von einem Zombie. Das Stöhnen eines Zombies wird das sein. Ja, ist es auch. Weit geflogen. Dann speichern wir mal und gucken hier unten nach. Das speichern wir jetzt, falls es da unten keine gute Idee war hinzugehen. Na, hier unten ist ein Lambda-Cache. Von daher denke ich, sollte man hier unten... Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Vieh? Und dann habe ich gesehen, das sind einfach zwei Combine-Soldaten, die hintereinander stehen. Okay, der Lambda-Cache ist hier unten. Das heißt, man kann wohl tatsächlich unten hin und dann irgendwie wieder hoch. Die Frage ist, wie? Ach, da ist eine Leiter. Nee, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an, Leute. Diese Art. Headcrab. Nein. Okay. Also, da geht's nicht durch. Ich gehe davon aus, ich muss wieder nach oben. Auch schon auf. Ich glaube nicht, dass ich hier... Gucken wir mal, ob wir den Sprung schaffen können. Mit Anlauf. Nee, ach, der ist total schepp. Das klappt mal gar nicht. So, dieses Stück hier. Nee, das war nichts. Ich bleib hier ständig an irgendwelchen Rohren in der Wand hängen. Gut, dann gehen wir doch nochmal runter. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Doch nochmal hier hin. Ah ja.
Da haben wir es doch. Das war die Lösung. Ja, ganz viele Zombies. Wie süß. Lassen wir erstmal die gegeneinander kämpfen. Genau, wirft eine Granate hin. Und die Zombies fliegen durch die Gegend. So. Und noch mehr. Die schießen wirklich wie Stormtrooper. Dann nutze ich doch eben die Zeit, um durchzugehen. Ja, nein, nicht gut. Zum Glück haben die nicht reagiert. So. Ja, man muss schon etwas Einsatz zeigen, um diesen Bonus zu kriegen. So. Die ist gerade, die hat gerade eben gefressen gehabt. Sehr schön. Die lassen wir an die Kiste dran. So, dann einmal nachladen. Da höre ich doch noch mehr von denen. Jetzt können wir erstmal den Kram einsammeln, der hier rumfliegt. Da ist die Unterwerfung von dem einen Zombie, den der eine Combine-Soldat in die Luft gejagt hat für uns. So. Oh, ja, ja, ja. Normale Headcrab, da hatte ich eben schon Angst. Normale Headcrab. Ich weiß, das ist Munitionsverschwendung. Mir jetzt wascht. Ah ja. Das hörte sich an wie Chewie. Den ganzen Kram noch raus. So. So. Und dann schauen wir mal. Der hat tatsächlich keine Headcrab verloren. So. Und hier ist noch ein Lambda-Cache. Wow. Und jetzt sind wir laut Achievement-Anzeige bei 20 von 45. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir nicht alle 45 Shop finden. Das ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. So, hoch. Nachladen. So. Hier waren die beiden. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Und da hinten haben wir auch eine abgeschossen und können jetzt hier durch. Na komm, wenn wir nicht überall hängen bleiben. Was mir natürlich sehr oft passiert. Irgendwie. So. Zeugs. So, dann können wir auch hier hoch. Und ich gehe mal davon aus, hier so. Ja, wir hätten wahrscheinlich hier so dieses Brett hochgemusst, eigentlich. Aber
Wir sind eben für unorthodoxe Wege bekannt. Da wird was weggesprengt. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber hier, wir wissen, hier sind Combine-Soldaten. Und ich weiß jetzt auch, an welcher Stelle ich gerade bin. So, da zeigen sich gleich noch mehr von den Soldaten. Sobald ich den Hebel gezogen habe. Das war eine Sache. So. Wo denn? Ich nehme Schaden und... Ah, der kann wahrscheinlich hier durch die Decke schießen, ne? Solange ich das Ding noch nicht aktiviert habe, kann ich die Gegner hier einzeln, relativ einzeln platt machen. Sobald ich das Teil aktiviere, kommen die nämlich alle an. Deswegen hier auch das Ladeteil. So. So. Das war es auch schon von der Munition her. Nachladen können wir nicht mehr. Irgendwie Schaden macht. So. Mehr von denen ich jetzt loskriege, umso weniger muss ich gleich bekämpfen. Nach oben geholt zu werden. So. Und das ist doch relativ einsam, was wohl daran liegt, dass ich auf einfach spiele. Sonst sind ja nicht überall Gegner und man hängt hier so ziemlich. Aber nicht reagiert. So. Dann wollen wir doch mal hier. Ah, da war ein Loch im Dach. So, so. Die Munition einsammeln, wollte ich sagen. So, nun können wir hier die Leiter hoch. Und dann kommen die nächsten Gegner schon durch die Glasdecke hinein. Wohin? Nein, das ist nicht die Aussage, dass man das zerschießen kann. Ach, warten bitte. Okay. Wo ist er? Ah, da unten. Da sieht man es mal, die haben das Ding aktiviert, um zu mir hochzukommen. So, wo ist er? Jetzt sind die da unten und ich bin hier oben und ich habe keine Ahnung, ich sehe sie nicht. Das ist mir das Schlimmste. Aber das hier ist genau... Ach, ja, super. Ich bin so intelligent, wie man sieht.
Da, genau da muss ich hin. Ja, das war jetzt auch super klug. Das war ich nicht. Da hat mir eben die Mine einen Strich durch die Rechnung gemacht. So. Ich kann natürlich hier hin, aber das hilft mir nichts. Ich komme von da aus nicht hier hoch. Plus, ich habe jetzt Gegner, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Ja, entlädt nach. Schon, deren Panzer ist besser, aber gegen ihre eigene Waffe können sie nicht viel ausrichten. So. Also ich muss tatsächlich hier hoch und das kann ich von dem aus eigentlich auch nicht. Ah, von da oben. Von da ganz oben. Also gehen wir mal hier hoch, schleichen uns dann hier hin und jetzt müssen wir gucken, wir müssen noch eins, ja hier ist eine Leiter, noch eins höher. So. Sehr talent von dem. Sieht, diese Waffe bringt gar nicht viel irgendwie. Aber wir sind durch. So. Das reicht ja schon. Jetzt ist hier auf unserer Seite die Mine. Und wir können wieder weiter. Dr. Freeman, Barney said you were on the way. We got split up by snipers and he's pinned down on a wall. Go ahead, he's relying on you. Father Freeman! Hier wird nochmal ganz eindeutig klar gemacht, der Sniper ist nicht zum Spaß da. Und wie immer hangeln wir uns von Deckung zu Deckung, um dann irgendwann unter dem Sniper zu sein. Da ist noch ein zweiter. Die beiden fehlen. Das ist Ducken. Das verstehe ich nicht, wieso der eben nicht. Okay. Ich speichere mal. Schalte auf die. Da war eben schon wieder. Ich habe das Gefühl, dass der durch einen Fehler mit uns. Ja, das nicht. Das darf man sich nicht erlauben. So, jetzt wird aber neu gespeichert. Nein. Das ist jetzt hier. So lange, bis es geht. So, der Sniper ist weg.
runter liegt er. So. Dann mal weiter zum nächsten. Das wäre der hier. Von Deckung zu Deckung. Das wäre jetzt die hier. Die nächste Deckung wäre hier drüben. Ah, Mist. Der kann vorhalten. Und dann müssen wir jetzt in das Haus rein. Und wahrscheinlich... Mal gucken, nochmal von dem... Kann ich hier eine Granate in das Fenster werfen? Nein, kann ich nicht. Bestimmt nicht. Doch, das war ein Volltreffer. Cool. Cool, das habe ich vorher wirklich nie geschafft. Das war unerwartet. Ich nehme mal die da. Ich wollte tatsächlich das hier machen. Wo bist du? Da bist du. Sehr schön. Ein seltener Moment, dass ich die Headcrab treffe, in dem Moment, wo sie springt und sie mir nicht noch Schaden macht. Ich bin hier, Barney, ich komme, ich helfe dir, ich muss nur erst, bevor ich hoch kann, muss ich erst runter. Wie blöd. So. Ich komme, halte durch. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier. Und noch eine von rechts. So. Sind wir hier wieder dort. Jetzt gucken wir mal oben. Sniper. So, wo sind die Sniper? Das können wir gleich sehen, da wir hier Zombies haben. Aha, da hinten ist noch einer, der von dort schießt. Und uns erstmal den Weg freiräumt. So. Dieses Fenster. Schauen wir mal. Zu niedrig. Nein. Er sagte Watch It, was eigentlich immer heißt, dass ich reingetroffen habe. Das war jetzt blöd. Ich habe es auf LAN auf Speichern gedrückt. Okay. Nein. Zu hoch. So, weit rechts. Ein bisschen ist da ein Glücksspiel bei. Das ist drin. So. I can't move. These snipers got me pinned down. Ja, ich kümmere mich um sie. A couple grenades, that'll clear them out. So, dann schauen wir mal, ob da noch mehr sich verstecken. Oder ob es das schon gewesen ist. Ich höre gleich zwei. Einer ist hier.
jetzt geschossen. Der ist hier drüben, zielt aber eben schon auf uns im Fenster. Okay. So. Ich muss gerade gucken. Habe ich reingetroffen? Ja. Ich habe reingeschossen. So. Jetzt kann ich da hochgehen. Da kommst du mir jetzt bestimmt Gegenwart hier. Du bist der returning hero these days, Gordon. Dann wollen wir doch mal runter. So. Und dann geht das hier lang. Let me get this gate. My civil protection status still gives me limited clearance. Did you hear Cat just now? Ein Glück, dass Barney davon keinen Schaden genommen hat. Watch the Headhumpers, Gordon. The Headhumpers. So, dann wollen wir doch mal. Das macht sie auch platt. So, und dann würde ich sagen, bevor wir beide jetzt hier weitergehen, mache ich hier wieder Schluss, auch wenn die 30 Minuten noch nicht voll sind. Verabschiede mich und ihr seht mich nächste Woche wieder. Ciao, miau.